Leute kommen in die Oasis, weil sie da alles machen können. Und sie bleiben, weil sie da alles sein können. Spürst du das? Ja. Nur hier habe ich das Gefühl, dass ich was wert bin. Steven Spielberg lässt Nerdträume wahr werden. Mit Ready Player One präsentiert der Meisterregisseur ein Sci-Fi-Abenteuer, das futuristisch und nostalgisch zugleich wirkt. Man muss nicht alle Anspielungen auf die Popkultur der 80er verstehen, um Spaß am Film zu haben, aber mit ein bisschen Vorwissen knallt das Spektakel gleich noch mehr. Im Juni 1976 wird eine Passagiermaschine der Air France von deutschen und palästinensischen Terroristen entführt. Auf Basis aktueller Zeitzeugenberichte zeichnet 7 Tage in Entebbe die Ereignisse sachlich nach und wird so zu einem relevanten Dokument, das keine Zweifel daran lässt, wer die Opfer sind und sich trotzdem auch der Motivation der Täter widmet. Sieht aus, als gäbe es einen neuen Besitzer. Für wen hält sich dieser Typ? Das hier ist unser Land. Hallo. Ich bin Bea. Thomas McGregor. Die Gatter sind unglaublich robust. Ich will nur, dass die Wildtiere draußen bleiben, wo sie hingehören. Langohr Peter Hase lebt mit seiner Familie im ländlichen England. Die Idylle wird nur gestört von Nachbar McGregor, der alles andere als tierlieb ist. Zauberhaft animierter Familienfilm, der zum modernen Märchen wird. Stromberg-Darsteller Christoph Maria Herbst leiht in der deutschen Version Hase Peter seine Stimme. Haben Sie Kinder, Joe? Nina. Ihr Name ist Nina. 235 East 31st Street. Ich habe von solchen Orten gehört. Wenn sie da ist, hol ich sie raus. Joaquin Phoenix zeigt mit seiner Rolle in A Beautiful Day ein weiteres Mal, wie wandelbar er ist. Als Ex-Agent Joe verdient er inzwischen sein Geld mit der Befreiung von Kindern aus Bordellen im Auftrag ihrer reichen Eltern. Und erfährt dabei Dinge, die selbst seiner hartgesottenen Natur an die Substanz gehen.